Und dann kaufen wir... Keine Waschmaschine offenbar. Aber Waschmaschine ist bestimmt bei Haushalt oder so. Weil man seine Waschmaschine auch nicht zwangsläufig im Badezimmer stehen hat. Kommt eben ganz drauf an, wo der Anschluss dafür ist. Oder allgemein, wo man Wasseranschluss hat, wo man noch was dran bringen kann. So. Gucke einfach mal. Waschbecken. Ja, nee. Haushaltswaren. Wenn ich nach Wasch suche, finde ich die Einbauwaschmaschine natürlich nicht. Können wir die... Okay, offenbar muss sie genauso. Ich würde gerne montieren, danke. Was zum... Warum genau? Also ich meine, es ist mir schon klar, dass wir die Transportsicherung rausnehmen müssen, aber warum haben wir die andere Platte dafür abgenommen? Oh, weil die Trommel noch gar nicht eingebaut war, ich verstehe. Das ist ein bisschen sehr umständlich, oder? Weil die Trommel hängt doch eigentlich schon da, wo sie hingehört. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Einmal den Zulaufschlauch. Und den Ablaufschlauch. Fertig? Fertig. Kann ich irgendwie in die Dusche rein? Dusche selber ist halt auch pottdreckig. Aber nö, Dusche ist offenbar nicht mein Problem. Machen wir da oben doch nochmal den Schmuckes. Sag mal, ich komme ja beim Reinigen einfach nicht auf 100%, ne? Es geht einfach nicht. Da hinten war noch was. Was aber nicht 1% gebracht hat, hm. Okay, da, ja, ich habe es auch nur auf der Minimap gesehen. Hier ist angeblich irgendwo... Das ist das Waschbecken, was da angezeigt wird, okay. Gut, dann haben wir den Raum noch fertig. Hier sind wir plötzlich auch fertig. Das habe ich nämlich irgendwie vermutet, dass da Dreck, der hier mit an der Wand hängt, damit reinspielt. Okay, got it. Oh Gott, wir haben da hinten noch so einen ganzen Raum, den wir noch nicht gemacht haben. Huh. Stilvolles Graffiti an der Wand, wenn man das Graffiti nennen möchte. Nicht jedes Tag ist automatisch ein Graffiti, finde ich. Aber okay. Dann schrubben wir doch mal den ganzen Scheiß. Wir machen auch das Poster sauber, oder? Wenn wir das können. Mit den dunklen Wänden hier sieht man natürlich richtig gut, wo Schmutz ist. Leck mir doch die Nille. So, an der Wand ist... Oh ja, hier ist offensichtlich noch Schmutz. So, 100%. Got it. Okay, Müll ist hier noch irgendwo. Zählt das Poster als Müll? Tatsächlich. Irgendwo ist noch mehr Müll. Das Ding da. Got it. Dann das Fenster.
Ich habe sowas übrigens auch ungefähr so einmal im Jahr bei mir. Also nicht, dass meine Butze unfassbar dreckig ist und ich dringend die Fenster putzen muss, sondern dass ich einfach mal so Kram ausrümpeln muss. Ich kann einfach nicht unfassbar viel Kram horten. Also ich habe schon gerne Stuff, keine Frage, aber irgendwie ist immer so, ah nee, ich muss mal wieder, keine Ahnung, bei Klamotten zumindest irgendwie, komm, das Shirt ziehe ich halt nie wieder an. So, die Hose auch nicht. So, ab in Altkleidersammlung. Hm. Die Spiele, realistisch betrachtet, zocke ich halt nie wieder. Zack, verkaufen. So, einfach mal ein bisschen ausrümpeln. Streiche mit Farbe weiß. Das ist doch so ein lebensfroher Raum. Na, meinetwegen. Nope, dahin. Ich nicht den Pinsel angewählt? Mir war so. Gott, wenn das so schnell gehen würde, ne? Ich finde, das können wir genauso lassen. Aber ganz ehrlich, wenn du einmal schwarze Wände hast und die wieder auf weiß haben möchtest, ist das mit einmal drüber pinseln leider meistens nicht getan. Aber wir haben einen Skillpunkt vor allem. Hier, nee. Hier, Verbesserungen. Was können wir denn? Scharfsinniger Blick, alle Verunreinigungen auf der Minimap. Bitte. Und danach hätte ich gern den Ultra-Hyper-Mob. Schnellere Montage. Ja. Alles andere können wir im Moment auch noch nicht. Von daher, passt schon. Oh, da steht ein Schrank. Fantastisch. Schwarz gestrichene Wände sind echt kein großer Spaß. Hab sowas tatsächlich auf der Arbeit. Zwangsläufig. In Projektionsräumen vom Kino sind halt die Wände schwarz gestrichen, damit halt kein Licht in den Kinosaal reflektiert. Oder möglichst wenig. Ist schon, also man gewöhnt sich halt total dran. Aber ist schon nicht so, dass man sagt, geil, hier taucht total die Lebensfreude auf. Die Fensterinnenseiten müssen wir nicht machen, oder? Hoffe ich mal. Die sind ja eigentlich weiß. Weh, die Farbe reicht nicht. So. Sollen wir die Fenster doch machen? Ah ne, hier oben ist tatsächlich noch was. Jawohl. So, irgendwo müssen wir noch was machen. Wir haben 4 von 5 Aufgaben in anderen Räumen. Von 6. Also hier sind wir, da ist noch Müll, ich sehe es genau. Hier ist noch irgendwo eine Verunreinigung. Oder ist der Schrank die Verunreinigung? Sollen wir den Schrank putzen? Da war halt original nichts, oder? Aber okay. So, den Kühlschrank kann sich der alte gebrechliche Mann selber zurückrücken. Knapp 5000 Euro. Das ist okay. Nehme ich. 3 Badezimmer werden für mehrere Personen ideal sein. In der Tat.
Also für zwei Personen vielleicht nicht. Aber so ab vier ist zumindest zwei Badezimmer wichtig. Das Rettichbild macht mich ein bisschen kaputt, ne? Besser. Können wir uns jetzt eigentlich inzwischen... Du kannst Dusche kaufen. Kann ich? Kann ich? Exakt eine Dusche? Ja, langweilig. Na, dann montieren wir doch nochmal. Entschuldigung, eine Dusche. Wow, wie passen wir da drunter? Vor allem, was tun wir da hin? Ah, das Ding. Wow, das ist ein bisschen seltsam gemacht. Sitzrahmen drauf. Das. Was meinen jetzt? Ja, das sind auch Teile, die ich sofort sehe. Okay, Mischbatterie ist dran. Dann müssen wir noch die Führungsschiene für die Türen machen. Den Knopf an die Tür. Das Ding noch hier dran. Und jetzt? Okay. Boah, wirklich. Den Schritt hätte man sich sparen können, finde ich. Okay, Duschen einbauen ist super frickelig. Weil man auch nicht immer irgendwie gleich sieht, was ist, also was man als nächstes machen muss, wenn man es nicht weiß. Aber okay, also der Raum wird langsam. Wir können inzwischen auch ein Waschbecken anbringen, oder? Gib mir doch mal eins. Hallo? Badezimmer? Ja. Aber wobei. Können natürlich auch Waschbecken mit Schrank nehmen. Lass mal Waschbecken mit Schrank nehmen. Da müssen wir nämlich nichts montieren. Das ist doch offenbar schon, oder? Ah. Ist erst den Schrank aufmachen. Ein bisschen die Hoffnung, dass hier irgendwie was anders läuft, aber warum sollte auch? So, was ist denn dein Problem hier? So. So. Okay. Wenn wir jetzt noch Ah, wir haben einen Skillpunkt bekommen. Wenn wir jetzt noch irgendwann mal fließen können, dann bin ich fast glücklich. Bei Verhandlungen. Ach komm, wir machen mal preisverhandelbar. Mal gucken, was dabei passiert. So, das lief doch einigermaßen. Oh Gott, kann ich bitte diese Tür verkaufen? Sofort. Außerdem hätte ich dann ganz gerne... Tür dahin. Ist die, ich bin mir gerade echt unsicher, wie tief das Ding ist. Ich mache das mal so. Sieht das gut aus? Ja. Ja, es geht klar. Müssen wir da drin auch nicht streichen, das ist okay. Die geht auch in die richtige Richtung auf, dass sie nicht vors Waschbecken aufgeht, das ist wichtig. Okay.
Ja, schon besser. Schon besser. Ich überlege, ob ich in dem Grünton hier noch irgendwie halt einen Streifen irgendwie reinmache, aber es ist so schwierig. Oder ob ich die Wand allgemein noch streiche. Aber die auch nochmal in dem Grün wird, glaube ich, einfach... Ja, wobei, sieht halt nie beides gleichzeitig. Aber die in dem Grün geht, glaube ich, nicht klar. Aber hier muss auf jeden Fall noch irgendwas hin. Küche. Gib mir mal einen Eckschrank, weiß ich nicht. Gib mir mal bitte erstmal... Moderner Küchenschrank mit Spülbecken Andy. Haben wir dafür Platz? Spülbecken in Silber ist okay. Details in Grau, ja bitte. Boah, nee. Ist das nur ein Holz? Okay. Nee, aber ich hätte schon ganz gerne in Weiß. Ist zwar langweilig, aber das geht mal klar. Passt das da? Na, gerade so. Schon eher nicht, ne? Es ist zu breit. Es geht so nicht. Kücheninsel. Nein, dafür haben wir überall keinen Platz. Rauchfang. Komm, gib mir mal so einen Küchenschrank mit Spülbecken. Ja, bitte. Können wir nicht... Warum will ich eigentlich immer da? Wo kann ich denn... Konnte man... Wir hatten doch so eine Herdplatte. Kann ich sowas nicht kaufen? Kann ich hier nicht einen Herd hinstellen? Hätte ich irgendwie gerne. Die Preise sind übrigens sehr absurd günstig hier teilweise. Also so ein Ding für 60 Euro... Da kriegst du also aber was richtig Klappriges. Auch wie wenig die Lampen allgemein kosten in diesem Spiel, ist krass. Warum gehe ich immer darauf, wenn ich in den Shop will? So, ist jetzt nicht unbedingt eine Traumküche, aber man kann damit arbeiten. Also wir können zumindest mal unser Geschirr abwaschen. Ich kann den Laptop nicht verkaufen. Schade. Kann ich den nicht aufheben? Okay. Laptop aufs Bett. Stuhl weg. Das Ding weg. Können wir die Dinger nicht... Ich hätte gerne in einer anderen Farbe, aber naja, sei es drum. Was habe ich denn dahin gebaut? Das war so nicht beabsichtigt. Weg damit. Großartig. Das kommt davon, wenn man wild an dem Rad rumeiert. Schreibtische. Boah, die sind alle scheiße. Den kriegen wir niemals rein, oder? Ja, nee, nicht so. Ah, das würde sogar gehen. Geht aber nicht.
Also auf jeden Fall auch nicht in der Farbe. Ist mir jetzt auch zu groß. Komm, gib mir den Standardschreibtisch. Huah, nee, auf gar keinen Fall. Ja, damit könnte ich... Huah, nee, nicht in Buche. Das ist auch niemals Buche. Aber okay. Das ist eher Buche, aber... Naja. Komm, gib her. Pack das Ding dahin. Dann nein, keine Wand bauen. Ach Gott. Schränke und Schränkchen, ja. Ich brauche mal irgendwie noch so ein... sowas. Es gibt gefühlt 8000 Regale und Schränke. Aber halt so ein Bett. Gefühlt. Kein Herd. So, das brauchen wir dann aber auch da. Komplett in Dunkel. Ja. Zu dunkel. Oh, das gibt's doch nicht. Können wir den Schreibtisch? Ne, der ist ganz an. Na, nee, der ist nicht ganz an der Wand. Oder? Ist er? Weiß ich nicht. Kann er noch ein Stück? Nee, kann er nicht. Gott verdammt. Also wir können das Ding bestimmt so hinstellen, aber das ist halt denkbar unpraktisch. Weil dann kriegen wir halt nichts mehr auf. Echt 2 Zentimeter. Wer konzipiert sowas? Gott, das ist frustrierend. Dass man das vorher nicht ausmessen kann, ist ein bisschen nervig. Sagen möchte, ich möchte da was hinstellen. Was passt denn da? Ja, würde wahrscheinlich nichts davon passen, oder? Das war doch schon das Schmalste, was wir haben können. Der Schuhschrank. Ja, nee, muss nicht sein. Massiv viel drehen, dankeschön. Voll gut. Dann stellen wir da einfach noch eine andere Lampe hin. Fußbodenlampe Tuba. Ja, natürlich. Warum ist das alles so hässlich? Komm, gib mir das Ding. Mir auch egal. Naja, das geht. Und dann bräuchten wir nochmal einen Stuhl. Stuhl mit Rädern. Naja, nee, kann ich bitte einen vernünftigen Schreibtischstuhl haben? Sowas hier? Bürostuhl. Der hat einen halbwegs realistischen Preis mit 83 Euro. 84 her. So, da wir da nie drauf sitzen, kann er ruhig so ein bisschen schräg stehen. Dann kommen wir da nämlich auch gut ran. So, jetzt bräuchten wir eigentlich noch so ein paar Papierstapel hier, aber also ich meine, wir haben über die letzten Folgen hier langsam echt eine Bude draus gemacht. Also, das Rettichbild ist ein bisschen zweifelhaft, gebe ich zu, aber der Rest, die 8 verschiedenen Holzfarben, naja, die 2 verschiedenen Holzfarben sind auch ein bisschen grenzwertig, aber... und das Bad hat einfach niemand gesehen. Aber ansonsten, ich finde es, also ist halt schon so ein Wohnstudio irgendwie. Ich mag das. Ich finde es gut. Oh,
Boah, jetzt checke ich das, glaube ich. Was da durchläuft, ist die Tageszeit, oder? Oben rechts in der Minimap. Ist das die Uhrzeit, also die Ingame-Uhrzeit? Ja, wir haben nämlich einen Tag- und Nachtwechsel, der mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen ist, aber ja, wir haben angeblich einen. Ja gut, dann gucken wir doch mal, was haben wir denn noch für Aufträge? Haben wir was Neues reinbekommen? Oh ja. Befreie... Moment. Oh ne, das ist ein Kerl, Michael Brandt. Befreie mich von diesen schrecklichen Farben, Süßer. Herzlichstes Hallöchen. Ich freue mich, dass du mir deine Hilfe bei der Renovierung angeboten hast. Ich hoffe, dass das Angebot immer noch aktuell ist. Du würdest doch einer so tollen Person wie mir nicht absagen, oder? Nun, die Sache sieht so aus. Vor einem Monat bin ich in das Haus meiner Cousine eingezogen. Sie ist, naja, wie soll man sagen, Künstlerin. Ihre künstlerische Seele flüstert ihr nachts ins Ohr, dass sie in einem Haus leben muss, welches aussieht wie ein Tannenbaum. Wirklich, da tun mir schon die Augen weh. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin dadurch so wütend, dass ich ständig mürrisch herumlaufe und bald davon Falten bekomme. Das wäre erst eine Tragödie. Wir müssen das irgendwie regeln. Und du, mein Schnuckel, du wirst mir dabei helfen. Noch bevor meine Cousine von einer Tournee wiederkommt, musst du alle Wände neu streichen mit einer normalen Farbe, selbstverständlich. Ruhig, gelassen. Du weißt, was ich mag. Küsschen, dein Michael Brandt. Die Mails sind echt das Highlight in diesem Spiel. Aber das machen wir mal nächste Folge. Wir nehmen das schon mal an, aber Alter, dass die Butze ist. Kein Fernseher im Schlafzimmer. Ein Minuspunkt daher, finde ich nicht. Kein Fernseher in der Wohnung. Ein Pluspunkt, finde ich. Ich bin gespannt. Das Bad ist auf jeden Fall schon mal hässlich. Ist das das Bad? Ist das die Küche? Warum hat man so eine Lampe im Bad hängen? Warum hängt die Lampe zur Hälfte in die Dusche? Was stimmt mit der Frau nicht? Okay, ich bin gespannt. Wir machen mal nächste Folge weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.